Hallo, mein Name ist Divi, ich bin der Kameramann in dem Projekt Reflections und ich bin gerade auf dem Weg in der wunderschönen Nacht hier in Berlin ins Tonstudio und dort nehmen wir den Musiker für unsere erste Folge auf. Und was da gleich alles so abgeht, das erfahrt ihr jetzt, denn ich nehme euch mit hinter die Kulissen und zeige euch mal, was da so abgeht. Rechts vor links, Leute. Ja? Nicht vergessen. So, nochmal links um die Ecke. Ich versuche das jetzt mal ohne Schalten. Boah, funktioniert. Und dann sind wir auch schon gleich da beim lieben Marvin. Der würde uns jetzt hier am Tonstudio abholen. Und ist er da? Da ist er. Da ist er, Marvin. Könnt ihr den sehen? Ja. Moin. Hallo. Alles gut? Ja, auf jeden Fall. Aber der Tim, unser Audiomeister, der regelt das ganz gut und ich habe mir sagen lassen, Lucio hat Nerven wie Drahtseile. Ja. Von daher passt das ganz gut. Oh Kinder, 2 Uhr morgens, Zeit für Krabbenburger. Wie du aber auch diese Rockstar-Dose plakativ immer mit Logo in die Kamera zeigen musst. Ich glaube, die rufen uns morgen an. Die wollen alle Rechte des Drehbuchs aufhören. Alle Rechte vom Drehbuch. Es gibt kein Drehbuch, der Zuschauer schreibt das Drehbuch. Komm, wir drehen jetzt einen Beauty-Vlog im Bad. Oh, was macht ihr denn hier? Wow, Stufe. Übrigens. Ja? Schön, dass die Tür ja. So, wunderschönes Wasser. Wow, sehe ich wirklich so gut aus. Sehe ich wirklich so gut aus. Oh Gott. Oh Gott. Das hast du nicht gesehen. Ja, für dich mussten mindestens 5 Regenwälder sterben. Ja, ich glaube auch. So, wir haben 20 Cent gefunden. Vor allem gefunden, wie der liebe Marvin jetzt investieren darf. Ich meine, genau. Wir haben es inzwischen 2.15 Uhr morgens. Und kann man mal machen. Muss man nicht. Kann man. Kann man machen. Ich meine, erst die Zeiten schon mehr gewöhnt als ich. Ich bin mehr so der Frühmensch. So. Wetten wir noch auf eine Farbe? 50 Cent auf Rot. 50 Cent auf Rot. Okay. Ich sag Lila. Lila? Lila. Der Wahnsinn. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist Rot, würde ich sagen. Okay, gut. 50 Cent. Da hat der gute Kameramann. Oh ja! Fuck. Schön. So verdient man sich seinen. Okay. Weißt du, da sind 80.000 Farben in diesem Automaten. Ja. Sonst kommt auch so. Es kommt Rot raus. Das ist schon krass. So, liebe Leute, ich kam hier gerade nichts ahnend um die Ecke. Ja? Bin hier lang geschlendert mit meinen gewonnenen 50 Cent. Und dann, bäm, ohne Ansage, macht der Herr Aufnahmeleiter das Licht an und jetzt verfolgt er uns. Ah. Jetzt tut sich hier was. Immer kommst du mir so nah. Yo seré fuego y tú mi agua en nuestro incendio. Pronto se apagará. Siempre queremos más. Imposible
efímero, amor verdadero, imposible. In meiner Abwesenheit wurde hier übrigens gesnackt, was das Zeug hält, aber irgendwie gibt es da noch Reste, glaube ich, die erkunden wir jetzt. Oha. Der Salat ist übrigens noch vollständig, das hat der gute Tim nicht geschafft, ne? Schön den Burger rein, schmeißen die halbe Pizza, aber den gesunden Salat, den lässt er natürlich stehen. Ja, selbstverständlich. Und ja, hier entdecken wir jetzt eine wunderschöne Thunfisch-Zwiebel-Pizza, wie es ausschaut, mit 1A-Lichtshow vom Aufnahmeleiter. Übrigens, ja, so Disco-Flavor, ne? Das, also wie man hier am auch erkennt, ne? Tim übernachtet hier heute. Der zieht das durch. Und wahrscheinlich sieht alles, was die bis hierher gezeigt haben, von mir vollkommen bescheuert aus, weil ich immer nicht in die Linse geguckt habe, sondern auf das Display. Das heißt, ihr denkt, ihr schiele oder so. Tue ich aber nicht. Ich auch ein begnadetes Sängertalent. Das weiß nur keiner. Vielleicht auch besser so. Der Aufnahmeleiter will wieder auf die Uhr gucken. Hat er aber nicht. Hashtag zum Aufnahmeleiter geboren. Geiler Scheiß. Dein Freund? Ja. Kann ich das machen? Okay. 3 Uhr morgens an einem wunderschönen Mittwochmorgen. Die Aufnahmen gehen voran. Und der Aufnahmeleiter hat die Schlüssel, der die Horde dann hier zum Schluss wieder rauslassen muss. Deshalb bin ich hier. Krass, vor 23 Stunden bin ich aufgestanden. Das war ein Fehler. Und du siehst trotzdem so gut aus. Wow, sehe ich wirklich so gut aus. Okay, wow. Was wohl in dieser Schmuckschatulle ist. Mein Talisman hat mir bei meinem Wiederaufstieg Glück gebracht. Ich hoffe, das bringt ihr euch auch. So, liebe Leute, wir sind jetzt durch. Alles ist aufgenommen und wie ihr seht, ist der Himmel schon so langsam leicht hellblau. Könnte daran liegen, dass es schon etwas später ist. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier die Uhrzeit erkennen könnt. Wir haben es knapp 4 Uhr und alles ist gewuppt. Ich komme jetzt entspannt gleich nach Hause, habe gerade den Marvin abgesetzt und ja, verabschiede mich. Wir sehen uns dann im nächsten Videoblog, wenn es um das nächste Thema von Reflections geht.